Hallöchen zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe hier ganz schön viel angesammelt und ja, deswegen zeige ich euch mal, was ich so alles bestellt habe in diesem Monat. Ich habe einmal die Bestellung von Mai, die ja Anfang Juni gekommen ist. Dann habe ich ein bisschen was von Action und von Woolworth. Fangen wir einfach mal an. Und zwar Papermania Karten A6, 300 Gramm schwer. Die habe ich ja schon häufiger bestellt. Ihr seht, ich habe sie auch schon benutzt. Also das sind bestimmt schon... Naja, ich weiß nicht, hier sind ja mal 50 Stück drin, aber bestimmt habe ich schon so 15 benutzt. Aber ja, nichtsdestotrotz zeige ich das mal. Ich mag die ganz gerne, sie haben hier so eine Nopsis, die stören mich manchmal, die schneide ich dann weg. Aber ansonsten ist das Preis-Leistungs-Verhältnis echt super. Und man hat passende Briefumschläge, die also einen ganz anderen Weißton auch haben, ne? Genau. Und dann wollte ich gerne mal 5x7 Karten machen. Und es gab nur einen Anbieter, der das hatte, also bei ihr jetzt, bei der beim Shop Millecree. Und deswegen habe ich jetzt auch 50x5x7 Karten. Plus natürlich Umschläge. Das ist ja auch mal der Knackpunkt dann dabei. Ne? Ich habe ja, glaube ich, zwei Stanzen, die 5x7 sind. Und ja, um mal die zu benutzen, hätte ich ganz gerne so eine Karten plus Briefumschlag. Und wenn nicht, kann man damit auch super Alben machen. Denn 5x7 ist eine tolle Größe für 4x6 Fotos. Also damit kann man dann wenigstens dann vielleicht auch noch Fotoalben machen. Das geht ja mit Karten und Briefumschlägen ja auch ganz toll. Ansonsten ja, ist das System schon echt viel, 50 Stück. Aber ja, da ist auch wieder das rosa Band dabei, was ich auch weiterverwende. Ne? Das schmeiße ich nicht weg. Hier ist es schon weg. Dann wieder was Langweiliges. Aber ja, muss auch mal sein. Und zwar der A4 Cardstock von Craft UK Limited. Der ist auch 300 Gramm schwer. Hat auch ein schönes Weißton, ein bisschen anders als der hier. Und ich habe schon die erste Packung aufgebraucht. Und das ist jetzt sozusagen meine zweite. Und ja, mag ich sehr gerne. Dann, das ist jetzt leider ein bisschen auseinandergerissen. Aber ich räume mal kurz auf. Also was ich mit auseinandergerissen meine, ist mein Überraschungstüte. Also es gibt ja immer so Überraschungstüten. Man bezahlt 15 Euro und bekommt einen Warenwert von 25. Und bei mir war relativ viel Papier mit bei. Einmal habe ich hier drei Bögen von diesem Faunpapier. Da könnte man sich vielleicht, was ich ja nie mache, aber man könnte sich das aufbewahren für ein Scrapbook-Layout. Also wir haben hier in Berlin ja die Fauninsel, da war ich ja schon mit meinem Sohn, habe ich auch ganz schöne Fotos von. Jetzt muss ich natürlich noch mit meinen Mädels hin und man könnte dann vielleicht mal ja so ein Dreier-Layout machen oder ja mal gucken. Also auf jeden Fall spare ich mir das schön auf. Also ist mir so eine Idee gekommen, als ich das ausgepackt habe, dachte ich so, yay, Fauninsel, da muss ich mal wieder hin. Dann habe ich hier zweimal ja, weißen Cardstock, der so gepunktet ist. Der ist von Basel, aber ich weiß, dass auch andere Firmen das so machen. Also finde ich ganz schön. Habe ich schon mal ein Beige oder habe ich ein Beige gehabt? In Rot habe ich, glaube ich, noch ein paar Bögen. Mag ich sehr gerne. Finde ich schön. Bedanke ich mich auch. Dann habe ich hier einmal von Cartabella so fünf Farben sind da drin, ne? Sehe ich gar nicht auf den Blick. Ach komm. Ich glaube, da sind fünf Bögen drin. Da steht überall Thank You drauf. Also man könnte sich das zerschneiden, ne? Und dann auf eine Karte kleben, ne? Also ziemlich groß hier Thank You Smart, aber hier Thanks, ne? Könnte man machen, das auch, fühlt sich auch total schön an. Das fühlt sich so, ja naja, wie ein Katabelle eben Papier an, ne? Also einfach nur ein Traum. Dann haben wir das einmal in so ein Dunkelblau mit Silber, noch einmal und dann Weiß. Ach so, dann sind es doch sechs Bögen, ja. Ein bisschen, was ich ein bisschen langweilig finde, dass überall nur so Thanks und Thank You steht. Benutze ich ja jetzt nicht so häufig, aber ja. Was soll man sagen, ne? Was man hat, hat man dann eben. Genau. Packe ich dann wieder hier rein. Damit, ja, das schon leichter ist. Aber ich könnte davon auch locker jemand die Hälfte abgeben. So ist es ja nicht. Also so oft sage ich gar nicht Thank You. So. Dann war da in meinem Überraschungspaket, wir sind immer noch beim Überraschungspaket, noch einige Artikel drin. Und zwar einmal so ein Washi-Tape von Doodlebug. Finde ich ganz süß, auch wenn ich nicht so häufig Washi-Tape nehme. Aber von Doodlebug habe ich noch gar keins. Und das sind so eher so Jungsfarben. Und ich kann ja schon mal spoilern, demnächst kommt ein Doodlebug-Video von mir. Aber da habe ich das Washi-Tape nicht benutzt. Weil, ja, ich weiß auch nicht, benutze halt demnächst häufig Washi-Tape. Dann habe ich hier so einmal so eine Sticker. Das kommt jetzt auch ein bisschen zu spät, denn dieses Paper-Pad habe ich schon benutzt gehabt. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das nochmal mache, nochmal kaufen würde. Denn ich hatte mit 63 Karten gemacht. Ich habe noch einige hier davon.
Ich könnte es vielleicht auf den Briefumschlag kleben, aber dafür finde ich die dann auch zu schade. Vielleicht kommt es einfach in meine vielleicht Verschenkekiste oder so. Mal schauen. Also das würde ich, glaube ich, nicht nutzen. Etwas, was total cool ist, ups, ist diese Stanze hier. Die ist von Joy. Und das schreit doch nach Hochzeit, oder? Ich finde, es sieht schön aus. Mal gucken, wie sich das ausstanzt. Manchmal ist ja diese Prägung nicht immer so intensiv, aber das sieht sehr schön aus. Man könnte, wie das hier abgebildet ist, auch, ne, das hier grüne Einenken. Sieht schön aus. Das finde ich toll. Ich liebe ja Stanzen. Dann habe ich hier noch so ein Stencil. Der schreit auch so nach Party, ne? Ist aber von einer anderen Firma, und zwar von Polka Doodles. Aber ne, kommt ihnen auch sehr nah. Und ja, kann man schön Briefumschläge mit verschönern, was ich eine Zeit lang auch super gerne gemacht habe und mal wieder tun sollte. Aber natürlich auch auf für Karten. Ich muss noch dazu sagen, wo ist mein wunderschönes Lineal? Hier. Ja, das ist jetzt, ne? Also wenn unsere Karten 10 sind in der Breite, so eigentlich 10,5, dann haben wir hier nur so einen ganz schmalen Daumen. Das hat eben wieder für die, nicht für unseren Markt gedacht, ne? Aber man kann es eigentlich so doppelt legen. Ich finde, bei diesem Muster ist das nicht so schlimm, ne? Genau. Also eine Schablone. Und dann habe ich hier noch so ein Hundi. Ich habe ja davon, habe ich ja den Fuchs hier. Den habe ich mir mal irgendwo bestellt. Jetzt habe ich den Hundi. Ich weiß nicht, ob ich den behalten würde. Denn ich male nicht so oft aus und habe so viele Stempel, die man ausmalen könnte, was ich gar nicht so häufig mache. Wenn ich stempel, dann eher so Sprüche. Manchmal auch einen Hintergrund. Na, mal gucken. Muss ich mir auch überlegen, ob ich den behalte. So, das war das. Dann habe ich mir diese hier bestellt. Hortensie, eigentlich nur wegen dem Nachtblau, weil das so schön aussieht. Ich liebe Nachtblau, aber die Farbe hat auch was. Das ist ein ganz zartes Lila, ne? Genau, von der Firma Asa, ist ja von Kreativideen, ne? So kann man ja da bestellen. Und dann, oh, ist das schön, habe ich von Kalijin Design, die kommt, glaube ich, aus Dänemark. Ach so, hier steht NL, Niederlanden. Ups, voll vertan. Ja, habe ich diese wunderschöne Stanze hier. Habe ich auch ein bisschen länger überlegt, ne? Aber dann dachte ich so, oh, ich muss die besitzen. Und zwar kann man das so ausstanzen, ne? Sieht so schön aus, ne? Und ich liebe ja dieses Inlay, etwas reintun, reinkleben. Und das ist ja dann total meins. Und ich kann mir das voll gut vorstellen. Ja, so als Hauptfokus auf meiner Karte. Oder auch, was ich natürlich jetzt nicht bestellt habe, aber so ein kleines Vögelchen, wenn man so eine kleine Vögelchenstanze hat. Oder ja, irgendwie so runterhängen. Okay, ja, also da kann man so ein paar Sachen mitmachen. Mal gucken, wann ich die mal zum Einsatz bringe. Und dann von Gemini habe ich mir diese Stanze hier bestellt. Da habe ich mir gedacht, ich habe ja so einen. Ich hole mal kurz. Da bin ich wieder. Ich habe dieses Papier hier bei eBay mal gekauft gehabt. Ne? Das ist von Craft and You. Und da hatten wir doch so hübsche Paare. Und ich dachte, ja, das passt sogar von der Größe ganz gut, dass ich sie da reinsetzen könnte. Ne? Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das genauso arrangiere, dass es so aussieht wie da. Ich glaube nicht, dass es geht, weil hier sind so Verbindungen. Aber ich werde da schon ein bisschen rumfummeln. Und wenn nicht, Blumen gehen noch immer, oder? Ich finde, ja, ich finde das schön. Und Gemini ist gar nicht so teuer. Ich habe gar keine Preise da. Die Rechnung ist was weiß ich wo. Aber ich habe sie bezahlt, ne? Sonst hätte ich die Ware nicht. Und ja, das habe ich mir echt nur wegen dem hier gekauft. Und damit könnte ich, weiß ich nicht, noch irgendwas dekorieren. Vielleicht gibt es da noch ein anderes Ehepaar, eine andere Größe. Ja, der ist ziemlich schlicht, ne? Aber ja, man kann mit Stanzen und was weiß ich, sich noch austoben. Und schlicht ist auch immer schön für Fotos, wie ich finde, ne? Ja, da ist noch ein Pärchen. Kann ich die auch da reinlegen? Ja, die sind schon fast zu klein. Die sind zu klein, aber macht nichts. Ich habe eine Stanze gekauft für ein Papier, ne? Olga, du hast echt nachgedacht. Aber nee, 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 ich finde es schön. Und auch das hier, dieses Element hier, das sieht doch voll schön aus. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht benutzt. Na, Zeitmangel und so. Aber das kommt irgendwann. Dann auch eine, ja, eine ganz kurze Eingebung und dann Klick. Das ist immer das Tolle bei Sammelbestellungen, ne? Man hat so eine Idee. Man sieht etwas und man bestellt nur einen Artikel in Anführungsstrichen, weil sie sammelt es ja für dich. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, boah, das ist eine coole Stanze, da könnte man ja innen drinne was reinsetzen. Ich weiß nicht, was ich in dem Moment gedacht habe. Ist leider verflogen, sollte man sich vielleicht mal aufschreiben. Aber ja, habe ich das bestellt und hätte man das im normalen Shop das bestellt, dann müsste das eben wieder auf die Wunschliste setzen oder hat ihn wieder Versandkosten bezahlen. Deswegen mag ich das so ganz gerne, ne? Manchmal hat man Bock auf was zu bestellen. Und dann macht man so ein, zwei Dinge, kommentiert man und dann sammelt sie das für einen. Genau.
Das ist von My Favorite Things. Irgendwie, die sind auf Cloud, ne? Habe ich schon, glaube ich, ein anderes davon, aber das hat eben noch nicht. Mal gucken, wann das mal zum Einsatz kommt. Ich weiß es noch nicht, aber ich besitze es schon mal. Man kann das mir nicht wegnehmen. So, dann etwas mal was von Woolworth. Und zwar habe ich diese Epoxy-Sticker gekauft. Ich war so auf der Suche nach Sternchen. Eigentlich nach so Enamel-Dot-Sternchen. Habe ich nicht gefunden. Und da war ich mit meinem Sohn bei Woolworth, weil wir brauchten, glaube ich, eine 1 und eine 0, weil er wird ja 10. Und da war ich natürlich ein bisschen noch in der Bastelabteilung. Und dann habe ich diese hübschen Sticker gesehen. Die sind so schön, die sind so Jelly. Also die sind so, ja, die kleben ganz gut. Also ich habe schon, wie ihr seht, einige davon benutzt. Und muss es gleich zweimal kaufen. Ich weiß, ich sollte eigentlich nichts mehr zweimal kaufen. Da konnte ich nicht widerstehen. Da muss ich auch kommen. Die nehmen doch kaum Platz ein. So, genau. Voll schön. Und dann auch Ösen habe ich en masse. Aber ich dachte mir, boah, die sind so schön. Vielleicht lassen sie sich auch noch gut eindrücken. Und die haben sogar so eine Hinterschnalle, die ich auch total vergesse immer zu benutzen. Damit es hintenrum schön aussieht. Hintenrum schön aussieht. Oh, weia. Na, auf jeden Fall habe ich die bestellt. Aber meine Ösen, ich kann euch das mal zeigen. Das Video ist sowieso lang, meine Holz sind lang. Hier, das ist meine Sammlung. Das ist ein bisschen Hamster-Style, ne? Ich habe richtig, richtig viele, ne? Also die sind die teuren hier von The Mary Keepers. Hier sind so bunte drin und ganz viel von AliExpress. Und irgendwo da unten gibt es auch sogar Herzchen. Also, ich will nicht behaupten, dass meine Aufbewahrungsidee klasse ist, aber es ist, wie es gerade ist. Und wie ihr seht, bei Gold und Rosé passen noch einige rein. Hier ist halt eben Weiß und Silber. Das habe ich gar nicht gekauft, Silber. Weil ich habe hier welche mit Muster. Und dann so eine braune. Nee, die sind von Craftelier. Ah, seht ihr, ich kann das gar nicht mehr unterscheiden. Craftelier oder Via Memory Keepers. Ach doch, das ist Via Memory Keepers. Und das ist Craftelier. Die sind ein bisschen größer. Jetzt weiß ich es noch. Okay, hier habe ich auch wieder solche Scheiben. Und das sind die von, ich glaube, von Action. Und die Sternchen sind auch von Michaela. Die habe ich dann zu Weihnachten für so eine Tier-Adventskalender mal benutzt. Total süß. Aber nicht ganz günstig, muss man ja sagen. Genau, so, die kommen dann da rein. Das werde ich dann nachher aufräumen. Unglaublich, wie lange das hier schon rumliegt. So, dann habe ich ja noch was von AliExpress. Normalerweise räume ich das immer weg und zeige es gar nicht. Aber ich finde diese Foliensticker so, so schön. Ich habe sie ja schon mal in einem Video benutzt, so eine ähnlichen. Naja, wenn man manchmal so abends auf der Couch sitzt, ne? Und dann so ein bisschen stöbert und stöbert und stöbert, immer was hinzufügt, entfernt, hinzufügt, entfernt. Habe ich dann diese drei bestellt und die sind echt schön. Die sind halt eben so durchsichtig. Sieht man ja, glaube ich, ne? Haben hier auch so eine Platte, damit es nicht. Also, die sind echt schön. Die nehmen auch nicht viel Gewicht von der Karte und ja, also sowas kann ich nicht ausmalen. Also, und ja, ich find der Sticker total toll. Also die sind echt super, super schön. Und ich benutze auch Sticker durchaus sehr, sehr gerne auf Karten. So, genau. Also die sind wunderschön und die auch, ne? Die sind auch Gold. Na, so ein bisschen Silbergold. Das ist ein bisschen Holo, aber die sind wieder Gold. Genau, die hier. Dann hatte ich... Ja, das war so ein bisschen Fehlkauf. Ich dachte, die wären schöner. Aber ich glaube, gemischt mit anderen Pailletten sind die ganz hübsch. Aber nächsten Monat kommen wunderschöne Pailletten. Oh, ich freue mich schon. Genau, und dann etwas auch, was ich nachbestellt habe. Und zwar habe ich ja davon so einen Mix, ne? Also wer meine Videos natürlich schaut, der weiß ja, was ich meine, ne? Ich habe mir diesen Mix hier gekauft, um zu testen, wie die so sind. Und dann habe ich mich in diesen Rotton so verliebt, dass ich den bestellt habe. Ich habe natürlich auch noch die durchsichtigen davon und Step by Step werden sie alle folgen. Und dann habe ich mir noch diese durchsichtigen bei AliExpress bestellt, weil einfach meine großen Bottiche, ja, das lohnt sich nicht, ne? Da ist gar nicht so viel drin, ne? Man nimmt es mir so viel Volumen weg und deswegen, ich bewahre das ja auf, Entschuldigung für meine Schnelligkeit, ich bewahre es ja auf in diesen Gefäßen, wo ich früher mal mein Washi-Tape aufbewahrt habe, ne? Also diese Aufbewahrung kosten ca. 20 Euro. Die sind eigentlich für Sonnenbrillen gedacht. So viele Sonnenbrillen besitze ich gar nicht. Ich habe es auf meinen Schreibtisch zu stehen. Ich besitze davon 3 Stück von diesen Schubladen. Okay, man hat also 60 Euro schon mal investiert. Ja, ich weiß. Aber es kam so Step by Step. Nie alles auf einmal. Und dann habe ich diese Döschen gefunden und da passen. Denn in einer Schublade wären es ja sonst nur 3, ne? Wie hier. Ich muss noch einsortieren. Und dann könnte ich in einer schon 6 haben. Das heißt, ich könnte viel mehr Auswahl haben. Und da, wo es zu viel ist, könnte ich ja... Ja, entweder abgeben oder zur Seite packen. Ich habe noch so ein... Ich habe also die Pailletten, die hier auf dem Tisch liegen, sind ja nicht die einzigen. Ich habe noch woanders was. Nur das, was man dem so immer so griffbereit hat. Joa.
Genau. Kommt hier ein bisschen mehr Ordnung rein und man ist ja nur am Sortieren oder ja, dafür gucken, dass es optimiert wird. Oder ich achte darauf, dass es ein bisschen optimierter wird hier, damit man den Überblick nicht verliert, was man alles besitzt. Und des Weiteren habe ich natürlich auch eine, wo keine Fächer sind. Da sind so meine Stempel drin. Ich bin damit nicht ganz glücklich, vor allem weil jeder auch eine andere Form hat. Aber ich bin auch ein Typ, der ein Stempel, der noch gut stempelt, nicht wegschmeißen kann. Erst wenn er vertrocknet ist und ich ihn sowieso nicht mochte, würde ich ihn erst entsorgen. Und so, ja, ist ein ganzes Schubladen voll mit Stempeln. So, okay, genug geheult. Kommen wir zu einem neuen Produkt von Nuvo. Und zwar ist es Maroon Spark. Ich habe ja so einige von diesen Shimmerpowders. Ich glaube nicht alle. Ich finde auch nicht alle toll, aber die ich natürlich gekauft habe, habe ich natürlich noch da. So ist es ja nicht, ne? Und es ist eine nette Spielerei. Und ich zeige euch mal die Farbe. Und zwar ist sie so, Entschuldigung, ist sie so, ja, so rötlich mit blau, mit dunkelblau. Ich würde sagen, es ist blau und nicht schwarz. Genau, das ist nur so ein bisschen ein paar Spritzer. Das ist auf schwarz. Da sieht man nur das Rote, finde ich voll schön. Dann, ja, da habe ich auch ein bisschen rumgespielt. Und das ist, ich habe es vorher die Farbe mit so einem Pinsel eingestrichen. Komplett, weil ich wollte komplett die Farbe haben. Und dann war ich gerade so im Flow und wollte spielen. Und habe ich noch ein paar Spritzer gemacht, noch rumgespielt. Aber am liebsten gefällt mir die Farbe, wie bei fast allen Nuvos, wenn ich sie einfach mit Wasser vermische und wie Wasserfarbe benutze. Das gefällt mir von allen am meisten. Das ist dann so ein schöner Schimmer und eine wunderschöne Farbe. Ja, genau, das sind die Swatches dafür. Dann gab es bei Action noch so eine Farben hier. Ich habe dafür auch eine schöne Aufbewahrung gefunden. Und zwar bei Teddy in der Handwerkerabteilung. Genau, und wie ihr seht, da passen noch so einige rein. Und deswegen habe ich mir gedacht, kann ich noch eins mitnehmen? Könnte sein, dass sich einige Farben wiederholen. Aber bei diesem Preis tut mir das nicht so dolle weh. Ich glaube aber, dass ich zum Beispiel Jade Green nicht habe. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Farbe gar nicht besitze. Man kann sich das so gut. Also, ne, die trocknen ja dann aus. Man kann dann ruhig dann so reintatschen, ne? Also, nee, ich glaube nicht. Also, lila, so ein lila Ton habe ich auch nicht. So ein Blau habe ich auch nicht. Also, nee, das war richtig gekauft. Freue ich mich sehr. Werde nachher da reinsortieren. Deswegen lasse ich den auch wieder draußen, damit ich das nicht vergesse. Alles wieder ordentlich einzusortieren. So, dann wieder von Kalin Design habe ich diese niedliche Strampler. Pulli-Stanze mir geholt. Ja, sehr viel Kleinkram hier. Und ich glaube, dass ich das hier auf jeden Fall irgendwie aufbewahren sollte. Finde ich voll süß. Habe ich auch noch nicht mitgearbeitet, aber Bibelkarten sind auch immer so, machen so viel Spaß, ne? Deswegen musste das her. Genau, hier ist sogar noch ein Schnullerchen dabei und eine kleine Flasche und auch das noch zum Hinschmelzen. Und so eine Stanze, die braucht sich auch nicht auf. Die hat man sein Leben lang. Wenn sie jetzt keinen Fehler hat. So, ich freue mich. So, das gehört jemand anders. So. Dann habe ich noch die hier gefunden. Ich habe noch diese anderen Farben gesucht. Habe ich aber nicht bekommen. Ist nicht so schlimm. Ich finde hellblau und dieses Mintgrüne, würde ich sagen. Ist voll schön. Ich finde die sehr, sehr schön. Ich habe hier noch andere hier. Die sind hier von Hema, weil die passen ja alle rein. Ne? Seht ihr das? Das sind jetzt von Hema. Und von Düm habe ich auch welche in Schwarz. Genau, das war jetzt auch Action. Das ist jetzt auch wieder Action. Tut mir alles ein bisschen durcheinander jetzt, ne? Genau, das sind so Stempelfarben. Ich glaube, Pastell Mint habe ich mal aufgebraucht, habe ich nicht mehr. Oder Blue habe ich aufgebraucht. Auf jeden Fall eins von den beiden hatte ich mal gehabt und ist jetzt aber in die Tonne gegangen, weil die. Also dieses Schwämmchen ist wirklich sehr, sehr schmal. Es gibt natürlich keinen Rinker dafür. Und die trocknen nach einer gewissen Zeit aus, wenn man sie häufig benutzt. Ich benutze sie gerne zum Verschmieren, zum Stempeln. Jo, aber dann muss man, finde ich, muss man sie embossen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, sie trocknen nicht. Also ich weiß nicht, ist natürlich auch jetzt schon eine andere Range. Vielleicht haben sie es auch verbessert. Korrigiert mich, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Aber man muss auch mal beachten, welche Auflage das schon ist. Ne? Dass jeder hat da auch andere Erfahrungen mitgesammelt. Und ich benutze es gerne so zum Wischen. Und erfreue mich natürlich an den vielen hübschen bunten Farben. Und die kosten 99 Cent. Ein bisschen Platz habe ich noch, deswegen habe ich nur eins mitgenommen. So, dann durften so eine Sockis auch mal mit rein. Beim Waschen verliere ich immer eins. Also ich habe das Gefühl, ich kaufe sie, trage es einmal und dann sind sie verschwunden.
Gerade diese kleinen Socken sind echt anstrengend. Aber ich finde, im Sommer ist es mal ganz praktisch. Dann, das ist jetzt von Millikrie. Das war jetzt aber, ja, also eine Fehlinformation. Und deswegen habe ich den hier bestellt. Ich brauche eigentlich gar nicht so einen großen Kleber. Und der hat zwar eine super feine Spitze, aber es ist so schwer, da was rauszukriegen. Wartet mal. Hier ist. Das ist echt sauschwer. Oh, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Also was mache ich? Ich fülle das einfach um. Also ich habe es auch schon ein bisschen umgefüllt. Ich habe den schon getestet. So ist es ja nicht. Er klebt auch Glitzersteine echt super. Aber hier draus rauf zu drücken, ist einfach nur anstrengend. Ich weiß nicht, ob der Kleber zu dickflüssig ist für diese Spitze. Naja, wie auch immer. Ich packe ihn zu meinen anderen Klebern. Und ja, der war halt eben auch günstig. Also dafür klebt er ganz gut, wirklich. Kann ich nicht meckern. Also ich habe damit schon ein Glitzersteinchen aufgeklebt. Klappt super. Ich muss es nur umfüllen. So. Duften wieder meine Tütchen mit für meine Karten. Ne? Die mache ich ja immer so gerne hier rein. Muss ich noch machen. Habe ich noch nicht gemacht. Und ein Körbchen dufte mit. Das ist seitdem super für. Habe ich gerade gar nicht hier, aber da passen Blöcke rein. Die sind so 6x6. Doch, hier ist eins. Die passen da ganz gut rein. Ja, genau. Ach so, und da sehe ich was. Und zwar habe ich mir den Lawn von Sparkle Glaze bestellt. Und dann dachte ich mal, mache ich mal so einen kleinen Swatch, um zu zeigen, wie er zu den anderen und sich unterscheidet. Und zwar habe ich ja von Sticklist den Stardust. Ne, das ist ja hier oben. Und von Nuvo Glitter Drops den White Blizzard, der ist auch ziemlich ähnlich, ist hier. Und ich finde, alle drei sind unterschiedlich, oder? Also ich finde schon. Genau. Und der trocknet auch genauso schnell wie der von Sticklist. Und ja, Nuvo trocknet nicht so schnell, aber wenn man den natürlich auch so flach aufträgt, dann geht es auch. Ja. Ich habe es auch schwarz gemacht, weil ich glaube, dass man da den meisten Unterschied gesehen hätte. Genau. Also habe ich den hier auch einmal bestellt. So. Jetzt hole ich mal kurz noch mehr. Was war Action? Jetzt kommt, glaube ich, nur noch Action, genau. Diese Strohhalme hier. Da würde ich mal welche in die Tasche packen, denn dieses Pappstrohhalm komme ich nicht so zurecht, wenn ich draußen was trinke. Ja, 12 Stück. Echt viel. Ich hätte mir gern zwar eine andere Farbe gewünscht, aber es gab es nur gelb. Dann einmal so eine Tütchen für die Kackerbeutel meines Kindes. Also nur noch ein Kind braucht ja eine Windel. So, und dann habe ich von diesen kleinen Blöcken mir 3 Stück mitgenommen. Und ich weiß nicht, wie lange wir keine 6x6 Blöcke mehr hatten bei Action. Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt 6x6? Ich sage es einfach so selbstverständlich. Aber doch, eigentlich schon. Die sind 50. Vielleicht ein bisschen schmaler. Vielleicht 14,9. So, irgendwie so. Und diese drei fand ich am schönsten. Und ich wollte ja, ich kaufe ja eigentlich nur das, womit ich mir was vorstellen kann und nicht nur, um irgendwas zu zeigen. Deswegen habe ich mir die hier mitgenommen. Gibt es dreimal. Und einmal ist halt eben so beglitzert. Voll schön, ne? So ganz zarte Farben, Linien. Hier auch. Dann nochmal ein bisschen dunkler. Ja, sehr easy, simpel, finde ich voll hübsch. Dann habe ich den auch noch mitgenommen. Gelb und lila. Sehr viel Karo, ne? Das Folierte finde ich ein bisschen krass. Es ist zwar nur so ein bisschen, aber irgendwie, ja. Ja, schön, ne? Also wirklich. Für Hintergründe gut geeignet, ne? Sehr, nicht sehr aufdringlich. So, das ist das richtige Wort. Dann haben wir einmal noch den hier. 30 Blätter steht da drauf, ne? So, das ist fast nicht zu sehen. Sehr, sehr hell. Aber das ist der Burner. Ich finde das so schön, ne? Ich liebe ja foliert, aber wenn es schön foliert ist, ne? Also lila foliert mag ich irgendwie nicht so gern. Dann haben wir so eine Blume, so real life, ne? Dann hier umrandet, aber ein bisschen schief. Dann haben wir hier diese Blumen. Und das finde ich am schönsten. Das mag ich nicht, wenn da Punkte drauf sind. Ich verstehe nicht, wieso man das macht. Kann ich überhaupt nicht leiden. So, dann haben wir einmal das hier. Das ist voll schön. Ich finde, das sieht aus wie so ein kleiner Teddybär. Oder? Für mich sieht das so aus.
Haben wir diese Blumen hier. Und nochmal das. Ups, ich habe es überschlagen. Hier ist es, ne? Was haben wir hier? Keine Punkte? Oh, gut. Hier ist aber irgendwie so ein Fehler mit beinahe. Ach nee, doch. Time to grow. Okay. Ja. Sehr schlecht. Und das hier ist so schön. Oh nee, nicht Punkt. Also die würde ich gar nicht benutzen. Nee, nee. Mm-mm. Das mag ich irgendwie nicht so. So, dann habe ich irgendwie noch Teller mitgenommen, weil die so schön dünn sind. Fallen sie mir nicht in meine Spülmaschine um. Und Spülmaschine macht meistens mein Sohn. Und hat schon mir so viele Teller schon abgemacht. Naja, noch die guten. Die guten Teller. Wir kaufen gute Teller erst, wenn die Kinder alle draußen sind. Deswegen kommt so ein Action-Zeug jetzt bei uns Step by Step alles rein. Denn ja, die sind alle abgeplatzt und abgerissen, weil er einfach so schnell wie möglich ist, will er mit seinem Job fertig werden sozusagen. Ne? Hat ja nicht so viele Aufgaben zu Hause und will dann seinen Spaß haben. Das geht eigentlich nicht, aber gut. Man muss ihn ja auch mal lassen. Ne? So, dann habe ich hier so einen Handtuchhalter mitgenommen. Der ist ganz schön schwer. Mal gucken. Ja, echt schwer. Ich habe keinen Platz hier. Der einzige Nachteil ist, dass das alles wieder wegzuräumen macht nicht so viel Freude, wie das alles zu kaufen. Dann duft das mal mit. Das mag ich total gerne. Das ist auch so weich. Fühlt sich ein bisschen an wie so ein bisschen wie Caterpillar-Papier. Ganz weich. Streicheln. Muss ich mal wieder mitnehmen. Dann habe ich noch so eine 2 Black Sticker Bücher mitgenommen, wo es darum geht, die Farben zu lernen. Ja, also grün, wo ist der grüne Sticker? Ich würde nur vorher die Sticker hier, glaube ich, raustrennen, weil es ist immer so anstrengend, so die Farbe rauszusuchen, sondern wir gucken uns das an, wir sprechen drüber und dann sagen wir, was kommt da hin? Grün, dann soll sie es da einkleben. Genau, das einmal und dann einmal mit einem Frosch nach demselben Prinzip. Genau, ein bisschen Beschäftigung. Vielleicht nehmen wir auch eins mit in den Urlaub, mal schauen. Dann habe ich Sticker mitgenommen, auch für mich. Ich fand die so schön, ich musste mich ein bisschen zusammenreißen. Ich würde am liebsten alle mitnehmen. Ja, aber nein. Ich finde aber nicht alle hundertprozentig toll. Also könnte ich jetzt nicht einen ganzen Bogen aufbrauchen und sagen so, ich habe alle aufgebraucht. Nee, also ich finde hier nur so ein paar schön. Und ja, also hier finde ich fast alle schön. Damit kann ich jetzt nicht so besonders viel anfangen, aber vielleicht kann man es irgendwie auf einen Brief aufkleben und dann ist gut. Aber die ist schon süß, wa? Und hier, ja, also diese hier, wie nennt man das, eine Bustier, finde ich jetzt nicht so toll. Aber ansonsten ist der super, ne? Wirklich niedlich. Ganz süß. Dann habe ich hier einmal so ein bisschen Entspannung zu Hause, Homeoffice, so auf die Art, ne? Hier auch ein bisschen Planer. Arbeitende. Genau, finde ich schön. Mal gucken. Ja. Musste ich besitzen, damit ich glücklich bin. Das hier ist ja sowas von zuckersüß. Schaut mal, der Elefant. Oder hier, ich sag mal einfach mal Vogel, weil ich will mich jetzt hier auch nicht was Falsches sagen. Dann haben wir hier so ein ganz süßes Tierchen. Hier haben wir aber ein Zebra. Das kann ich ganz gut identifizieren. Hier haben wir einen Löwen. Und dann drehen wir das um. Dann haben wir so ein Löwenbaby. Dann wäre hier so ein Tiger und ein Giraffe. Ich muss kurz unterbrechen. So, ich sehe gerade, ich habe nur 9% Akku. Wir waren, glaube ich, hier bei den Tigerchen stehen geblieben, ne? Ich glaube, wenn man den da reinklebt, so in 3D und dann auf eine Karte und dann wieder ein grüner Hintergrund, weil grün einfach schön ist. Ja, voll schön. Ja, da weiß ich auch nicht, was ich damit machen würde. Mal gucken. Ja, sehr, sehr schön. So, und hier, guck mal. Baby, Happy Mail. Ach, die sind auch ganz anders gezeichnet, aber auch sehr, sehr süß. Damit wüsste ich jetzt auch erstmal nichts, aber vielleicht kommen ja die Ideen ja noch. Und hier auch, ne? So süß. Die können da drauf schlafen. Ja, und der kann einfach da drauf. Könnte man machen. Muss man nicht, kann man machen. So, mein Highlight kommt zum Schluss. Dann habe ich hier noch... ne, den habe ich gar nicht gekauft. Entschuldigt, der lag schon da so rum. Dann habe ich hier einmal noch so eine Pouches hier mitgenommen, so eine Hüllen, da sind 20 Stück drin. Und mein Akku muss noch was aushalten. Und dann einfach den hier. Ich war so glücklich, den zu sehen. Und ihr wisst gar nicht, wie schwer es mir fiel, diesen Block nicht zweimal zu kaufen. Es ist mir so schwer gefallen, weil hier so einige Highlights dabei sind.
Aber ja, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich noch lange standhaft bleiben würde, wenn mein nächsten Besuch da noch einer ist und ich ihn aus Versehen mitnehme. Dann würde ich schon ehrlich sein und euch das auch erzählen. So ist es ja nicht. Aber erstmal, ich habe nur eingekauft. So, ich zeige dir mal kurz. Wahrscheinlich wurde er schon häufiger gezeigt. Es gibt ja super viele Mädels, die ganz viel Actionholz drehen und es auch zeigen. Hier zum Ausschneiden. Ich habe ja so ein bisschen also das Ausschneiden schon ein bisschen lieb gewonnen. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall machen. Ja, voll schön. Das finde ich auch sehr hübsch. Das finde ich großartig. Finde ich total toll. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das benutzen würde, aber ich finde es schön. Oh nein, wie gemein ist das denn? Oh, das ist jetzt aber fies, oder? Guck mal. Aber ich habe bei DM so eine Hüllen für Fotos. Ja, für Fotos habe ich ganz viel. Ich mache nur nichts. Oh, schrecklich. Und ich glaube, wenn das hier 10x10 ist, und das ist es bestimmt, dann passt das super in meine DM-Hüllen rein. Dann kann man das von beiden Seiten sehen. Mensch, dann kann ich nicht mal für Karten benutzen. Dann hat das ja schon fast. Oh nein, aber das ist so schön. Olga, hör auf. Dein Akku ist fast alle. Das ist super zum Matten, ne? Finde ich so toll, dass Action das jetzt so macht. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr, aber es macht ja nichts. Kann ja nicht alles mögen. Schöner Grünton. Auch nicht so meins. Das ist toll. Ja. Oh, sind wir schon fast durch? Oh nein. Aber wisst ihr, wie doof ich das finde, dass das jetzt so ein doppelseitig ist? Schade. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber das finde ich so cool. Ja, also diesen Bogen hätte ich gern fünfmal da drin. Also, ich höre gerade, ich muss mich die ganze Zeit schon selbst meinen Husten unterdrücken. Ich beende das, meinen großen XXL-Haul, lade meinen Akku auf und dann kommt das Video online. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Man könnte sich zwar so kleinen Text machen, ne? Thank you, aber ja, kleinen Text ist ja so groß wie ein Text schon. Mal gucken, was da. Oh no. Das schneide ich raus. Olga, Nemo und dich selbst, das schneidest du raus.